Hey Leute, willkommen zurück zu Paper Mario. Ja, und im letzten Part sind wir durch das Tor gekommen. Da haben wir gegen die Anti-Guys gekämpft, was nicht wirklich sehr gut funktioniert hat. Aber naja, wir sind jetzt auf jeden Fall hier vor einer weiteren Tür. Und zwar sind wir schon relativ weit oben. Das sieht man jetzt auch schon. Hört man an der Musik und sieht man an den Nebel, den wir da hinten schon sehen können. Und wir gehen jetzt einfach mal weiter. Und werden mal schauen, wo wir jetzt rauskommen. Ah, die Musik ändert sich auch wieder und sie wird mehr bowserhafter, wenn ich das mal so sagen darf. Du weißt ganz genau, was ich damit meine. Und wir sind an einer Stelle, die kennen wir ja so vom Aufbau her, aber es ist eine Etage da drüber. Also nicht, dass ihr denkt, hä, Verwirrung, warum sieht das jetzt alles wieder gleich aus? Nein, das ist schon gewollt so. Okay, dann gehen wir mal hier runter und schauen mal, was hier ist. Schon wieder mehrere Toads und ein Pinguin sehe ich da hinten. Einer wahrscheinlich aus River City. Aber erstmal werden wir diese Koopa-Patrouille töten. Die werden höchstwahrscheinlich wieder den Schlüssel dafür besitzen, wa? So, Koopa kommt gar nicht zum Angriff. Die Patrouille ist schon gleich tot und gibt auch nur einen Sternpunkt. Da sieht man mal, wie stark wir schon sind mittlerweile. So, jawohl, der Kerkerschlüssel. Und den setzen wir auch ein und können damit das Tor öffnen. So, dann schauen wir mal. Was hast du zu sagen? Mario, gut gemacht. Danke, dass du gekommen bist. Ich kann nicht glauben, dass ich mich so einfach fangen ließ. Meine Schande. Ich wette, Prinzessin Peach wird streng bewacht. Bitte, du musst sie retten. Ja, mach ich. Kein Ding. Dies ist ein was? Behelfmäßiges Toadhaus. Unser Slogan lautet frische Körper. Ach, das kennen wir auch schon. Ne, ich will mich jetzt nicht ausruhen. Oh, Mario, Mario, danke, dass du gekommen bist. Es ist schön, dich zu sehen. Alle Gefangenen sind in der Festung verstreut. Deshalb sind hier auch nur vier. Sind die anderen in Sicherheit? Sag bitte nicht, dass wir die einzigen sind, die du gerettet hast. Ich hoffe, dass sich bald wieder alles zum Guten wenden wird, damit wir uns alle wiedersehen können. Wenn ich gewusst hätte, dass so etwas passiert, wäre ich mit Bürgermeister Pinguin wieder nach Hause gegangen. Ich wünschte, ich würde in River City aufwachen und müsste nie wieder von dort weggehen. Ich träume jeden Tag von leckerem Fruchtsorbet. Oh Mann. Okay. Gut. Also die träumen auch nur wieder von ihrer Rettung, dass das hier alles bald vorbei sein wird. Naja, okay. Also auch wieder ein bisschen sinnlos hier, aber man kann sich hier wenigstens auch wieder ausruhen, falls es nötig ist. Aber wann ist das denn bei uns mal nötig? Gar nicht, richtig. Vielleicht nochmal, wenn wir kurz vor Bowser sind oder so. Keine Ahnung. Dann gehen wir hier nochmal hin zurück oder so. Gut, dann gehen wir hier nochmal rein. Schauen mal. Ah ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Gut, hier haben wir wieder so eine Knochenfratze. Haben wir schon perfekt Koopa draußen, die können wir dann ja auch gleich wieder ein bisschen kokeln, wa? Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ja, das war richtig schlecht. Ich wollte eigentlich auf den Kamek rauf, weil dann hätten wir die alle auch in einer Runde down gemacht. Aber naja, okay. Müssen wir es halt anders machen. Erstmal sind die ersten beiden Knochenfratzen down. Vielleicht haut der Kamek dann auch ab. Das könnte sein. Nee, doch nicht. Ist auch gut so. Aber diese Knochenfratzen geben aber echt richtig gut Sternpunkte, wie ich sehe. Und die Kamex wahrscheinlich hoffentlich auch. Nur zwei, aber immerhin. Die Knochenfratzen geben vier, glaube ich. So. Superpilz brauchen wir nicht. Weg damit. Aha, wenn wir den Schalter aktivieren, gehen diese Balken nach oben und gehen aber ganz schnell wieder nach oben. Nach unten. Wieder zurück. Alles klar. Das bedeutet, wir stellen uns hier rauf. Nehmen Bombett und lassen sie zünden. Sie fällt runter und aktiviert für uns den Schalter. Ha, so einfach sind die Rätsel hier. Zieht euch das mal rein. Oh, noch ein weiterer Ultrapilz. Geile Sache. Was schmeißen wir denn dafür mal weg? Ein Lebenspilz oder was? Ich weiß es nicht. Ein Lebensretter. Stellt 10 KP her, wenn Mario besiegt wird. Ah, nee. Brauchen wir nicht. Dafür nehme ich lieber einen Ultrapilz weg. Weil ich finde Wackers Kick einfach zu geil. Das glaubt ihr mir gar nicht. Weil das ist 25 KP und 25 BP. Das ist einfach von beiden die Hälfte. Das ist einfach so geil. So, das schmeiße ich nicht einfach weg. Besonders ist der Gegenstand auch sehr rar. Oh, hier kann man sogar raufarmen und kann nicht runterspringen. Okay.
Dann gehen wir hier längs. Und schauen mal, wo wir jetzt längs kommen. Hier müssten wir jetzt eigentlich wieder auf dem richtigen Pfad kommen. Bombett. Halten wir jetzt langsam Bombett draußen oder? Nee, Cooper wieder. Auch wenn die Explosion so Art Feuerschaden gibt. Nein, nein, nein. Das machen wir nicht. Wir holen einen Cooper lieber. So, und dich versuche ich mal. Jawohl, Erstangriff. Genau das wollte ich. So, dann machen wir einen Multisprung. Auf alle einmal ganz kurz rauf. Oh, scheiße. Ja, das wurde, daraus wurde jetzt anscheinend nichts. Gut, dann machen wir einmal so einen Power-Panzer. Und, ja, einer ist schon mal besiegt. Immerhin. Reicht doch. So, der eine steht wieder auf, der andere darf angreifen. 3 Schaden, das ist relativ wenig. Ein Glück. Ist ja auch besser so, als wenn es jetzt mehrere wäre. So wie diese Knochen, ja, kann man dazu Knochen-Koopas sagen? Also ich meine jetzt nicht die Knochenfratzen, sondern diese anderen kleinen Viecher, wenn man die angreift, kommen die Stacheln raus. Die machen ja 6 Schaden, die sind ja noch viel übler. Das ist schon mal ganz gut, dass die Koopa-Patrouillen dann nicht so viel Schaden machen. Okay, dann werden die auch schon mal down. Ja, was hatte das auf sich? Ich gehe nochmal ganz kurz zurück und werde den Gegner da unten nochmal eins überbraten. Der hat das nämlich auch verdient. Jede EP unbedingt mitnehmen, die wir nur bekommen können, Leute. Das ist so wichtig. So, dann hauen wir den Kamek da erstmal von seinem Besen runter, wenn er da überhaupt noch runterfällt, weil er nicht schon gleich in der Luft stirbt. Ne? So, dann, ja, machen wir nun mal einen Panzerstoß. Reicht schon. Macht 4 Schaden, das reicht völlig aus. So, oh nein. Oh nee, ey, das kann man auch gar nicht abwehren, das ist das Problem. Ja, so, so müsste es immer aussehen, nur ein Hammer. Den kann man auch wenigstens dann abwehren. So, reicht das aus? Nein, reicht es nicht. Oh Mann, weil wir jetzt geschrumpft wurden. Machen wir jetzt extrem wenig Schaden, das ist doof. Aber naja, egal. Jawohl, genau so. Der hat's kapiert, der Hammerbruder. Der hat's kapiert. So, als Mini-Mario kurz draufspringen. Und die letzten 4 Schaden kann ja Cooper ein Glück anrichten. So, und damit werden die Hammerbrüder auch dauern. Okay, 6 Sternpunkte, aber ja, vielleicht müssten wir uns doch nochmal heilen gehen. Bevor wir nochmal zu Bowser irgendwo gehen. So, abgeschlossen, du kannst es nicht öffnen. Ja, ist ja logisch, wenn das Schloss voll ist, ne? Hätte man gar nicht ansprechen müssen, aber eigentlich habe ich das nur gemacht, um zu checken, ob wir einen Schlüssel haben oder nicht. Aber anscheinend haben wir den wohl leider nicht. Oh, noch ein Kamek. Hallo? Oh, Mann. Scheiße. Schade, schade, schade. Dann machen wir einen Multisprung. Reicht das aus? Ja, ich hoffe doch. 6 und 6 und nochmal 4. Ne, nicht 6. 4. Feuerpanzer wird reichen. 100%. Das Geile ist, ich kriege ja immer 100%, ne? Macht man immer vollen Schaden, dann sind aber immer alle sofort tot. Das ist lustig. So. Tja, Cooper erweist guten Dienst. Auf jeden Fall mit dem Feuerpanzer. Aber man merkt, man hat ihn ganz am Anfang des Spiels bekommen und letztendlich braucht man ihn nur noch am Ende. Oh, wartet mal. Da brauche ich gar nicht Bombett rauszuholen. Da reicht es, glaube ich, wenn man Cooper rausholt, wa? Von hier aus, das, ja, betätigt und fertig ist. So. Oh, die Musik ist auch hier so geil, ey. Schlossschlüssel! Ja, ihr wisst ganz genau, wo wir diesen Schlüssel jetzt einsetzen können. Und zwar an der Tür, für die Tür, die uns jetzt hier wieder auf den richtigen Pfad führen wird. Es gibt ja immer wieder Wege, die uns irgendwie dauernd irgendwie einen anderen Weg weisen, der immer falsch ist, ne? Versucht uns immer hier um den halben Brei rennen zu lassen. So, hier sind wir in einem Raum, der ganz komisch ist, wo ich das vorher nicht gecheckt habe. Guckt auf die Position der Lampen oder der Scheinwerfer hier. Also hier ist die Feuerlampe oben, 2 unten, 1 wieder oben, wieder unten, wieder oben. Okay, und so müssen wir jetzt auf die Wege hier gehen. Ja, da, so ist das gewollt. Also man geht oben und jetzt gehen wir zweimal unten. Da, 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 da. Oh, sie ist so geil, ey, ich weiß nicht. Tja, Mario-Musik ist eben richtig episch, genauso wie Zelda. Banjo-Kazooie und sowas, diese ganzen N64-Knaller haben so geile Musik, ey, die kann ich mir den ganzen Tag anhören. Ich weiß nicht, wie es bei euch steht, aber für mich sind sie einfach nur geil. So, oben, jetzt wieder nach unten.
und dann wieder oben und dann hätten wir das große Rätsel auch schon gelöst. Das ist eigentlich keine große Sache. Ja, aber man muss eben darauf kommen, dass man so wie die Position der Lampen ist, dass man so auch die Wege gehen muss. Also, ja, am Anfang hatte ich da viele Schwierigkeiten mit. Und können wir uns irgendwo nochmal ausruhen? Ich hoffe es doch. Weil sonst sieht es bald schlecht für uns aus. Oha. Oha, oha, oha. Da muss der Multisprung jetzt aber sitzen. Jawohl. Jawohl. Und jawohl. Und damit ist der Kampf auch schon gelaufen, Freunde. Ein Feuerpanzer. Das sind 100% und 100%ige Vernichtung. Jawohl. Alle down. Und wie viele Sternpunkte? Oh, 6 Stück, das reicht doch. So, im nächsten Kampf will ich mich mal heilen. Das wäre ganz gut eigentlich. Ich frage mich mal, wo die, wie viele Münzen man in diesem Spiel überhaupt haben kann. Wir haben bald nämlich die 999 geknackt. Und ich glaube, mehr gibt es nicht. Oh, Leute, das lasse ich mir nicht entgehen, ey. Multisprung, Multisprung, Multisprung und Multisprung. Und ein Feuerpanzer und es ist Ende im Gelände hier. Wenn einfachere Gegner da sind, dann mache ich wieder Himmelskuss und sowas. Wieder voll heilen. Aber bei solchen Gegnern, die würden dann uns so fertig machen, wenn wir die nicht in einer Runde auslöschen. So. Aber wenn man schon die Möglichkeit hat, dann muss man sie auch nutzen. Genau. So, die Münzen will ich natürlich auch alle mitnehmen. Ich will sehen, wie hoch das Cap ist. So, ein weiterer Hammerbruder. Und wir haben ihn mit seinem Hammer mit unserem Hammer getroffen. Mann, oh Mann. Ja, gegen die Gegner. Das ist eigentlich auch wieder schlau. Multisprung zu machen, wa? Und die alle versuchen sofort auszulöschen. Das sind schon wieder so viele Gegner. Ich versuch's mal. Ja? Ja? Jawohl. Das reicht vielleicht nicht ganz aus. Oh, oh. Ich hoffe, es reicht aus. Ja, ja, keine Ahnung. Wartet mal. Multirempler paralysiert alle Gegner am Boden. Ich hoffe, es reicht. Drücke so schnell wie möglich, okay. Ja, 100% alle verwirrt oder paralysiert. Geil. Geile Sache. Perfekt, das kam mir wie angegossen. Denn sonst hätten uns die beiden Hammerbrüder, hätten die immer diese kleinen Hammer geworfen. Macht ihr mal 3-3-3-3-3-3-3. Das hätte uns besiegt. Da hätten wir dann alles wieder neu machen müssen, das sag ich euch, ey. Und genau das wollte ich jetzt erstmal, so einen schönen Himmelskuss. So, und Koopa, du kannst dann einen Panzerstoß machen. Reicht schon aus. Bats, dann ist der erste schon mal down. Kann uns auch nicht mehr viel passieren. So, die leben alle wieder. Dann mache ich mal eine Erfrischung, damit wir wieder BP bekommen. Und da haben wir auch gleichzeitig wieder volles Leben. Und dann können wir wieder den Feuerpanzer einsetzen, hoffe ich doch, soweit. Und dann sind die alle auch down. Mal schauen. Jop, der Feuerpanzer. Dafür reicht's. 100%. So, die beiden Hammerbrüder überleben das leider. Sogar mit 2 KP. Aber egal. Wenigstens ist der Kamek schon mal down. Der macht ja auch relativ viel Schaden. So, das meinte ich nämlich. Guck mal, wie viel Leben wir verloren haben dadurch. Wir hätten das so nicht geschafft, wenn wir jetzt wieder auf der... Guck mal, wir haben schon wieder 12 Leben. Das ist doch krank, Alter. Die machen ja so viel Schaden, ne? Ja, so, du bist erstmal down, ey. So, Ende. Und hier machen wir nochmal eine schöne, schicke Erfrischung. Mal gucken, vielleicht, ich glaube, das hebt auch Statuseffekte auf. Also sowas wie hier diese Schwächung. Mal gucken, vielleicht werden wir wieder normal. Jawohl, das ist so. Geil. So, aber er macht das ja noch... Oh. Alter, ey. Die Heilung hat ja so gar nichts gebracht. Koopa, los, töten. Na, wir haben vielleicht ein paar WP dazu bekommen, aber toll, das bringt's. So, damit hätten wir wieder 11 Sternpunkte und jetzt muss ich echt aufpassen auf den nächsten Kampf, dass uns da jetzt nichts passiert. Moment, ich hau mal den Wackers Kick weg. So, und jetzt esse ich den Superpilz und nimm dann wieder den Wackers Kick mit. So. Ha, so macht man das. Ein bisschen tricky, wa? Wenn man nicht genug Items hat, macht man es eben so. Okay, jetzt brauchen wir vielleicht doch nicht mehr. Haben wir doch gar nicht mehr so ein großes Problem. Vielleicht dann erst, wenn wieder Hammerbrüder kommen. Okay, perfekt. Wieder voll geheilt. Geile Sache. Alles klar, dann gehen wir nochmal weiter. Und schauen mal, was jetzt kommt. Langer Gang, toll. Was? Peach? Oh, Mario. Du bist gekommen, um mich zu retten. Ich bin dir ja so dankbar. Yeah, geil.
Oh, ich? Ich habe einfach den passenden Moment abgewartet und bin davongelaufen. Du musst gar nicht mehr gegen ihn kämpfen, weil ich mich ja schon in Sicherheit befinde. Verstehst du? Kein Grund zu kämpfen. Lass uns schnell nach Hause gehen. Ich werde dir folgen. Peach, was soll das? Hä? Warum gehst du wieder zurück? Irgendwas ist hier doch voll. Lass uns jetzt nach Hause gehen, ja? Wir sollten den gleichen Weg zurückgehen, den du gekommen bist. Ich werde dir folgen. Leute, das ist so auffällig. Seht ihr? Und jetzt geht sie einfach nur hinter uns her. Und wenn wir jetzt zurückgehen... Hä? Wo ist sie denn jetzt? Dann geht sie wieder zurück. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, dann werdet ihr sehen, jetzt ist sie gar nicht mehr hinter uns. Und hä? Es war ein Dupliergeist? Aha! Und schon wieder ist es die normale... Oh, was? Es stimmt was nicht, Mario? Ein verdächtiger Kerl? Ich hab nichts gesehen. Du hast es bestimmt nur eingebildet. Wie? Du willst was? Du möchtest die Leute im Pilzpalast retten? Wen kümmert die denn schon? Na hier, Alter. Autsch, wie kannst du nur? Du bist so grausam, Mario. Warum willst du mir wehtun? Ich werde dich bei König Bowser verpetzen, dass du so gemein zu mir bist. Friss das, ey. Nein, au, aufhören bitte nicht. Hilf mir, König Bowser. Ich sagte, hör auf damit! Oh Mann, ey. Ach Mist, ich frage mich, wie du meine Verkleidung durchschaut hast. Sie war perfekt. Tja, da kann ich da auch nichts mehr dagegen tun. Da muss ich dich eben ordentlich verprügeln. Ja, genau. Das schaffst du auch sehr toll, ne? Multisprung. So. Der wird reichen. Nee, leider doch nicht. Schade. Werden die sich jetzt alle in Koopa verwandeln, oder was? Das wäre eigentlich optimal, weil ich kann Koopa ja... Er ist ein Koopa und den kann ich dann umkippen. Ja? Perfekt. Aha. Oh Mann, habe ich jetzt Angst, ey. So, der verwandelt sich auch in Koopa. Wow. 3 Schaden nur, ey. Es ist nur lächerlich. So, Multisprung reicht aus und wir haben gewonnen. Jawohl. So, das war's. Einfacher Kampf. Die geben gar keine EP mehr. Weil wir einfach schon zu stark sind. Na, 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 na. So. Der ist down. Wie viel haben wir verloren? Ja, so ein bisschen, ne? Naja, wenn hier jetzt schon gleich um die Eck, ums Eck schon hier wieder was zum Auffrischen ist, dann nutzen wir das natürlich auch gleich. So. Dann gehen wir nochmal zurück durch die Tür und schauen mal, was dann noch so kommt. Da werde ich dann wahrscheinlich auch den Part beenden. So sieht's aus. Okay. Wo ist... Oh nein. Blöd, wie in aller Welt bist du so weit in die Festung vorgedrungen. Ich gratuliere. Aber ich fürchte, dies ist das Ende deines Abenteuers. Meine Abwehr ist viel besser als die des anderen Wachtors. Deine Glückssträhne ist genau hier zu Ende. Kommt, Jungs. Die Koopa-Brüder. Nicht echt? Wie sind sie wieder? Jetzt kommen die Koopa-Brüder. Ich wette, du hättest nicht gedacht, uns nochmal wiederzusehen, Mario. Du weißt doch noch, wer wir sind, oder? Ja. Ja, so ist es. Wir sind zu cool, um vergessen zu werden. Wir sind ein bleibender Eindruck. Jetzt werden sie dich so richtig kurz und klein schlagen. Na, möchtest du nun lieber abhauen, Wurm? Ich sag dir was. Wenn du sie schlägst, darfst du passieren. Natürlich hast du keine Chance. Aber du kannst es zumindest mal versuchen. Glaub ja nicht, wir hätten nicht dazugelernt. Unsere Kraft übersteigt deine schlimmsten Albträume. Nachdem du uns verprügelt hast, haben wir eine neue Technik gelernt und jeden Tag fleißig trainiert. Wir sind nicht einfach nur die Koopa-Brüder. Wir sind die super, ultra, hyper, giga, hippen, krassen, fetten, bonzo, schlonzo, fantastik. Bombastik, Koopa-Brüder. Pass auf, wie cool wir sein können. Wie? Nun, hab ich dich, Mario. Was zur Hölle? Junior Trooper. Jetzt kommen auf einmal alle Bekannten an hier an, oder was? Endlich, jetzt gehörst du mir. Es war ein regelrechter Kampf, dich zu finden, weißt du? Aber heute, nach so langer Zeit, werde ich meine offene Rechnung bei dir begleichen. Oh nein, ich wollte gegen die Koopa-Brüder kämpfen. Gegen die super, ultra, hyper, duper, super Fonzo-Bonzen. Es steht dir bevor, Mario, unser letzter Kampf. Nun, nur einer von uns beiden wird das Kampffeld wieder verlassen. Ah ja,
Aber erst im nächsten Part, Leute. Also, ihr seht, es ist immer noch lustig und bleibt auch noch weiter entspannt. Man weiß einfach nicht, was in diesem Spiel alles noch Verrücktes passiert. Ihr seht, es ist alles noch möglich. Also, weiterhin dranbleiben. Bis zum nächsten Part. Ciao!